Das wird ein richtiger Spaß hier. Wir brauchen hier ein bisschen was Größeres. Oh ja. Das ist Maria und Josef. Könnte man fast meinen, hier geht es um Sicherheit, ey. Wir brauchen hier wahrscheinlich eh nie wieder einen Mann. Hey Freunde, herzlich willkommen am neuen Video von mir. Ich würde mal sagen, endlich ist es soweit und die Entscheidung ist gefallen und die Rücksitzbank wird rausfliegen. Wir haben uns echt lange mit uns gehadert, aber da wir jetzt echt schon längere Zeit keinen mehr mitgenommen haben und eigentlich immer den Platz für einen Kühlschrank und für unsere Wasser und keine Ahnung was alles brauchen, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, für unsere nächste längere Reise ans Nordkap die Rücksitzbank rauszuschmeißen. Das heißt, in diesem Video werden wir gemeinsam die Rücksitzbank rauswerfen. Und dann werden wir uns eine Holzplatte anfertigen, die wir unten reinlegen können, wo wir den Kühlschrank draufpacken werden. Wir werden solche Klappen reinmachen in die Holzplatte, dann, damit wir unten in die Staufächer reinkommen. Und noch vieles, vieles mehr. Ob das alles in dieses Video passt, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Das heißt, ich würde sagen, jetzt erstmal das Intro und dann schrauben wir erstmal diese Rücksitzbank raus. Ich muss mal gucken, wo diese Rücksitzbank rausgeschraubt wird. Aber ich glaube, dass das wirklich nur rechts und links ist. Und ich muss sagen, spannend, was man alles so findet, wenn man hier mal wieder alles hochmacht und ausräumt und keine Ahnung was. Speicherkarten, Milchschnittenverpackung, alles Mögliche. Obwohl wir eigentlich relativ oft hier saugen und so. Aber gut. Boah, immer wenn ich Video mache, fahren irgendwelche Autos vorbei. Hier unten sind nur die Spanngurtschnaller an Dingsenbumsens. Die müssen wir logischerweise auch rausschrauben. Und an die Punkte werden wir dann wahrscheinlich auch die Holzplatte verschrauben. Genau. Na gut. Vielleicht müssen wir so rum umwerfen. Fängst du? Ja. Wir haben noch ein paar Sachen. So, ich glaube, ich habe es lokalisiert. Das sind echt nur in der Summe, glaube ich, 4 Schrauben. Und dann ist die Rücksitzbank weg. Wir müssen im Prinzip noch den Gurt hier rausschrauben. Und damit fangen wir an. Also, würde ich sagen, Freunde, schrauben wir jetzt erstmal die Gurte hier raus. So, wir brauchen hier ein bisschen was Größeres. Das ist Vielzahn, aber ich glaube, Vielzahn brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen, glaube ich, nur relativ großen Torx. Ich weiß nicht, ob der hier oder der hier, ich glaube, einer von beiden. Wir testen uns jetzt damit mal. Und wenn nicht, dann muss ich halt mal kicken, wa? Ich glaube, dass ich nicht mal eine Verlängerung brauchen werde. Ich glaube, die lasse ich hier. Los geht's. Wie schon vorhin erwähnt, wir haben einfach nur 2 Schrauben hier und 2 Schrauben da drüben. Dann müssen wir einmal so eine Verblendung hier wegmachen, also einfach nur so einen Teppich halt hoch
und dann kommt man dahin. Da werde ich allerdings wahrscheinlich eine ziemlich lange Verlängerung brauchen. Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Das wird ein richtiger Spaß hier. Oder so ähnlich. Ist schon ein bisschen komisches Gefühl, seine Rücksitzbank rauszuschmeißen, ehrlich gesagt. Egal, das muss so, oder? Das wird gut, das wird gut. Wir bauen hier wahrscheinlich eh nie wieder ein, Mann. Es fühlt sich am Anfang immer alles ein bisschen komisch an. Dann ist sie hier weg. Raus damit. Ist halt so. Hätten wir uns einen Defender gekauft, hätten wir auch keine mehr. Wenn man die Schrauben so sieht, was da für riesen Dinger drin sind, könnte man fast meinen, hier geht es um Sicherheit, ey. Wie ihr sehen könnt, die Rücksitzbank ist jetzt demontiert und jetzt werden wir sie hoffentlich fachmännisch da rauskriegen. Drückt uns die Daumen. Ich habe für Johanna in ihrem alten Auto mal den Sitz ein- und ausgebaut. Danach sah die Verkleidung nicht mehr ganz so gut aus, sagen wir es mal so. Ich gebe mir Mühe, dass es dieses Mal nicht der Fall ist. Schauen wir mal. Also, tragen wir das Ding mal raus. Oh je. Yeah. Das ist die Rücksitzbank. Sie wiegt schon ein bisschen was, aber ich muss sagen, sie ist leichter, als ich gedacht hätte. Aber sie ist jetzt auf jeden Fall draußen. Das ist schon mal mega gut. Im nächsten Schritt können wir jetzt mal mit den ganzen Gurten und die ganze Schieb oder so. Ja, die muss jetzt auf jeden Fall bei uns auf den Speicher und darauf warten, ob sie vielleicht irgendwann mal wieder gebraucht wird oder auch nicht. Ich bin dann mal weg. Tschö. Ich hole jetzt mal das Werkzeug. Kann ich die Dinger hier mal noch wegmachen. Die hier, die brauchen wir quasi nicht. Und ist da jetzt Platz? Ich weiß nicht, wir müssen gleich mal die Sitze zurückfahren. So auf normal. Auf Normalsitzstellung. Und dann mal kicken, wa? Ich glaube, dein Wecker klingelt. Wäsche ist fertig. Werden erstmal Altlasten beseitigt und erstmal ein bisschen hübsch gemacht da drinnen. Hier wegkriegen. Aber ich habe echt noch nicht so den Mega-Plan, wie das Ganze funktionieren soll. Das hat sich schon mal gut angehört. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nice. Josef, also der anderen Dingens. Dann können wir uns mal drum kümmern, wie wir dieses komische Bums hier wegkriegen. Wahrscheinlich genau.
so nicht. Wir müssen jetzt einmal noch den Gurt wegmachen. Auf der anderen Seite habe ich das gerade eben mal noch gecheckt, wie das funktioniert. Habt ihr ja gerade eben gesehen. Auf der Seite zeige ich es euch einmal. Eigentlich gibt es ja gar nicht viel zu zeigen. Im Prinzip müsst ihr einfach nur die Verkleidung hier ein Stückchen abreißen. Mit viel Liebe zum Detail. Und dann können wir einmal hier oben das Dingens wegschrauben. Und dann im Prinzip unten und das war's. Also eigentlich wieder alles nicht kompliziert. Man muss es einfach nur machen. Und einfach irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen so zwischen Gewalt und Gefühl irgendwie. Da, schon das erste Mal knack gemacht. Ja. Das ist ein bisschen komisch. So quasi. Jetzt musst du ja einmal hier seitlich diese Nase öffnen. Und dann der hier raus. Dann muss der hier raus. So. Das wäre es auch schon gewesen. Dann könnt ihr nämlich einfach so ein bisschen zur Seite klappen. Dann kommt ihr dahin. Kann man im Prinzip die Verkleidung wieder dran machen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, da laufen so ein paar dünne Käbelchen durch. Also nicht einfach mit Schwung hinten dran prügeln, sondern einfach mal oben reinleuchten, reingucken und dann halt eher mit Gefühl wieder draufbauen, irgendwie alles. Mal kurz gucken hier. Den hier oben wieder einhängen. So, den hier hinten wieder einhängen. Und dann Step by Step. Wieder drüber füllen. Ja, ich habe mich drüber gekümmert. So, erstmal den hier drauf drücken. So. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Wie ihr seht, die Rücksitzbank ist draußen und hier ist schon massiv gut Platz. Für die nächste Folge, oder besser gesagt für den nächsten Teil, ist dann geplant, hier vorne, also wir haben uns währenddessen natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, hier vorne eine Holzplatte reinzubauen, die im Prinzip bis hierhin geht. Und da können wir dann den Kühlschrank zum Beispiel draufschmeißen. Und dann für hier hinten, da ist ja eh jetzt der Wagenheber und das Warndreieck und Verbandkasten und so ein Zeug. Und da kommen auch noch ein bisschen Werkzeug von mir immer rein. Dort werden wir wahrscheinlich hier ein kleines Staufach reinbauen. Das heißt, bis hier hin die Platte. So, dann das Staufach bis hier hoch, dass man so ein bisschen Platz hat und noch gut reingreifen kann und das noch hinten verschrauben kann. Und genau, dann haben wir dort, wie gesagt, auch noch ein Staufach. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da kann man mal irgendeine Jacke reinstopfen oder vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen Klamotten und ein bisschen Werkzeug und so ein Zeug, was man halt nicht ständig braucht. Genau. Das heißt, für uns ist das, glaube ich, mega cool. Ich muss sagen, ich hatte fetten Respekt davor, diese Rücksitzbank rauszubauen. Es war auch jetzt, ja, schon ein bisschen Arbeit, aber jetzt auch nicht überdimensional viel. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 2 Stunden ungefähr? Wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden gebraucht, um die Rücksitzbank rauszubauen, komplett die ganzen Gurte rausbauen, alles drum und dran. Ja, und hat eigentlich echt Spaß gemacht. Ist ein bisschen knifflig, aber ansonsten geht's eigentlich. Genau, wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht sogar weitergeholfen hat,
dann würde das mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr den Kanal noch abonnieren würdet. Und dann würde ich nämlich sagen, ihr verpasst keine anderen Videos mehr. Ihr verpasst keine anderen Videos mehr, wie wir hier die Holzplatte reinbauen und wie wir unser Auto noch weiter vorbereiten für unsere Nordkap-Reise diesen Dezember. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, wir sind raus. Vielen Dank fürs Anschauen, Freunde, und tschö. Flosse. Ja, oder sehr ähnlich.